Der Tabellen-17. Tasmania Berlin schon mit dem Rücken zur Wand. Seit 10 Spielen hat man nicht mehr gewinnen können. Zu Gast in Berlin-Lichterfelde der Liga-Primus, der BFC Dynamo, Platz 1 der Tabelle. Ohne Christian Benbenek, der lag krank zu Hause. Christoph Reimann als Verantwortlicher an der Linie. Guter Start aber von Tasmania Berlin, die 6. Minute. Da ist Uden vor Stagila, der muss Kopf und Kragen riskieren nach diesem schlechten Pass von Bergmann. Stagila aufmerksam. Kurz darauf wieder Tasmania. Die wollten von Beginn an raufgehen, das klappte gut in den ersten Minuten. Said auf dem Weg zum Tor, aber Polasch stellte den Körper zwischen Ball und Gegner. Die Mannschaft von Abu Njai setzte die Taktik des Trainers um, aber nur 10 Minuten. Der BFC zum ersten Mal vor dem gegnerischen Tor. Breitfeld mit der Flanke und da ist Andor Boliki völlig frei aus 5 Metern. Schiebt da ein. Andor Boliki, der Ungar, sein 10. Saisontor. Tolle Vorarbeit von Joey Breitfeld, der beste Vorlagengeber des BFC. Assist Nummer 12 und Boliki sträflich frei im Strafraum. 1:0 BFC Dynamo. Der BFC im Stile einer Spitzenmannschaft. Die 28. Minute, Bergmann mit dem Freistoß und da ist Christian Beck. 2:0 für den Tabellenführer. Der Top-Torjäger der Liga hat wieder zugeschlagen. Bringt er die Fußspitze noch an den Ball. Christian Beck, Saisontor Nummer 18 zum Vergleich. Tasmania hat 19 Mal getroffen in der gesamten Saison. Aber kurz vor der Pause, die Tasmanen haben sich wieder aufgerappelt und haben die beste Möglichkeit. Uden vor Stagila. Und der pariert den Schuss von Uden. Breitfeld klärt dann hier zur Ecke. Aber auch die sollte noch einmal Gefahr bringen. Die 43. Minute. Ecke Wedemann. Der Ball kommt wieder zu Uden. Der zieht aber aus 16 Metern ganz knapp vorbei am Tor von Stagila. Aber der Keeper greift über und hätte den Ball wohl gehabt, wenn er das Tor getroffen hätte. In die Kabinen geht's in Lichterfelde nicht hinab in die Katakomben, sondern hinauf in den ersten Stock. Und Tasmania kam besser aus der Pause. Vor allem Said drehte mächtig auf. Mert Said, 50. Minute, zögerte einen Tick zu lange. Beste Möglichkeit für Tasmania nach dem Seitenwechsel. Die 54. Minute, Freistoß Maximilian Storm. Die Torwartecke, kein Problem für Stagila. Aber das Team von Christoph Reimann reagierte wieder wie eine Spitzenmannschaft. Minute 61, der BFC im Vorwärtsgang gewinnt jetzt zweimal das Kopfballduell. Dann Daryl Görz mit der Flanke und da ist wieder Andor Boliki. Der kann es auch mit dem Kopf, hat er sich wahrscheinlich von Christian Beck abgeschaut. Andor Boliki, tolles Tor. Die Vorarbeit von Görz und dann schulmäßiger Aufsetzer, Kopfball von Andor Boliki, keine Chance für Robert Schelens. Wahrscheinlich auch noch ein leichter Platzfehler. Der Keeper hat das Nachsehen. 3:0 für den BFC. Das Spiel war entschieden. 66. Minute, der BFC mit der Chance, den Vorsprung noch zu erhöhen. Joey Breitfeld nimmt den Ball beherzt als Dropkick, trifft das Tor von Tasmania nicht. Die Gastgeber gaben sich nicht auf, versuchten bis in die Schlussphase hinein alles. Brechler, den man selten gesehen hat hier mit dem Schuss aus der Drehung, aber auch er trifft das Tor nicht. Die Offensive bleibt das Problem von Tasmania Berlin. Der BFC gewinnt locker, sicher und souverän 3:0 bei Tasmania. Wir wollten von Anfang an Gas geben, wollten unbedingt ein schnelles Tor machen, das ist uns auch gelungen. Und ja, wir haben dann auch zum richtigen Zeitpunkt das zweite nachgelegt und ja, ich denke, hochverdient hier heute gewonnen. Tasmania hat versucht, vorne drauf zu gehen, aber uns sind immer Lösungen eingefallen. Und trotzdem haben sie es am Ende nicht schlecht gemacht, aber wir sind glücklich, dass wir heute hier 3:0 gewonnen haben und 3 Punkte geholt haben. Zweite Halbzeit war es zu krasser Schlagabtausch für mich. Ja, das Tor fällt, glaube ich, auch im richtigen Moment, weil Tasta schon viele Umschaltmomente hatten. Am Ende sind wir super happy, klar. In der zweiten Halbzeit war das sehr, sehr ordentlich, was die Jungs gemacht haben und wir müssen uns da belohnen. Wir müssen uns belohnen, das ist genau das, was ich immer die ganze Zeit von spreche, dass die Jungs sehr, sehr fleißig sind, aber der letzte Punch, die Cleverness, die muss rein. Jede Niederlage ist bitter, auch im Abstiegskampf, deswegen, wir brauchen die Punkte. Deshalb ist jetzt auch nächste Woche umso wichtiger, halt Punkte zu holen und das ist halt ein direkter Konkurrent. Und ich denke mal, da werden wir auch was Zählbares mitnehmen in Ratingen. Zum dritten Mal in Folge hat der BFC Dynamo am Freitagabend vorgelegt.
und setzt mit dem Auswärtssieg bei Tasmania die Konkurrenz weiter unter Druck.